Wir haben jetzt gerade noch mal die Frage uns gestellt, wie das denn ist mit dem speziell für Social Media auch zum Beispiel Texte arbeiten, Text erstellen, damit man in einen Diskurs und eine Diskussion eigentlich eintreten kann miteinander. Und da kann ich sagen, dass ich natürlich alle um mich herum, die eben auch schreiben und zu diesem großen Netz dazu tragen, beobachte und da auch mittlerweile glaube, dass ich Stimmungen erfühlen kann und merke, ah, der macht jetzt das durch und ohne dass er jetzt sagt, oh, ich bin so depressiv, klick, klick, klick und so und dann Punkt, 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 Fragezeichen oder solche Sachen. Das hat was mit der Häufigkeit, wie jemand im Netz sich zeigt und auftritt, ob Bilder dabei sind. Die Bilder sprechen ja für sich unheimlich stark. Ob jemand sich im wahrsten Sinne entblößt zeigt, ob er bestimmte Fähigkeiten hervorhebt, sich mit anderen Leuten zeigt oder ob das Haustier und das Essen gezeigt werden und so weiter. Ich habe bei diesen 5000 Menschen, mit denen ich da als Friends Group quasi zu tun habe und die bei mir da fest sind, habe ich fast mit allen Leuten so, die habe ich so ein bisschen im Blick. Das klingt ganz komisch und als wäre man ein bisschen manisch, aber für mich ist das ein ganz großes Experiment, was mich auch selbst zergliedert. Also ich merke schon auch, ich könnte, habe die Gefahr, mich fast aufzulösen in diese Social-Media-Wahrnehmung, weil man eben die anderen so bewusst spürt. Und wer halbwegs ein Gefühl für andere Leute hat, weil man selbst vielleicht entweder, ja, wir hatten es eben auch gesprochen über so Einsamkeitsgefühle und so, weil genau das ja auch der Abstand ist oder die Nähe, das Maß an Nähe, das man gerade von allen so erträgt. Das ist schon eine faszinierende Fehlleistung des Gehirns, glaube ich, dass es sich einbildet, man hätte all diese Menschen so ein bisschen miteinander in Verbindung. Das stimmt wahrscheinlich nicht, weil die sind ja auch so ausgeprägte Persönlichkeiten wie du und ich. Und da, man hat nur das Gefühl, manchmal wäre wie auf einem Jägerstand und würde die so alle sehen, wie sie sich da so tummeln und melden und so, wie an der großen Wiese, aber das stimmt nicht. Trotzdem baut sich jeden Tag für mich eine andere Wahrnehmung der Abläufe dieses sozialen Netzes. Und was du da machst mit deiner lustigen, wie soll ich das nennen, das ist so eine Bildintervention, du nimmst dir ein Bild von irgendwo und spiegelst mir das dann auf einmal wieder. Und ich finde das vermessen und spannend und jeder reagiert und ist ganz, aber das sind doch meine Bilder, dabei ist es ja Quatsch. Sobald es da in diesem riesigen Moloch drin ist, ist es wie vogelfrei. Und da muss man, du erziehst auch zur Achtsamkeit mit diesen Bildern und ich denke fast bei jedem zweiten Posting, mal gucken, ob sie das sieht und ob sie was damit hat. Ich finde das ganz spannend und das ist eine kluge Überlegung und es wird noch zu wenig kapiert, was du da für ein subversives Spiel spielst. Mhm.